Hello und willkommen zurück zu Hearthstone. Yes, indeed. Ja, es ist mal wieder soweit. Es ist ein Kartenchaos angelaufen. Und zwar das 55. um genau zu sein. Und da schauen wir mal rein. Oh. Moment. Nee, Ton sollte eigentlich sein. Was ist da los? Hallo. Ah. Ah. Okay. So, Doppelgängerkonferenz. Im Englischen heißt das, glaube ich, Shifter-Konferenz. Naja. Tauscht euch. Erst taucht. Nee, doch, tauscht euch auf der Doppelgängerkonferenz im Wirtshaus mit anderen Gestaltwandlern aus. Wählt eine Klasse, dann stellen wir euch ein Deck aus gestalteten Wandlern und Zaubern zusammen. Ja. Bop, bop. Klassik-Kartenpack wie immer und dann springen wir direkt mal rein in die Suppe. Wir nehmen mal Druide, weil wenn das Klassenzauber sind, also klassenbezogene Zauber, dann haben wir vielleicht die Möglichkeit, eine Innerwelt oder so zu bekommen. Was denke ich mal nicht schlecht sein wird, um vielleicht ein Shapeshifter vorzeitig rauszucasten. Malfurion gegen Rexxar! Ja, indeed. Lass die Jagd beginnen. Ich muss die Wildnis schützen. Nee, dunkles Flüstern wollen wir nicht. What? Oh, wir beginnen sogar gleich mit mehr Mana. Was ist da los? Davon stand aber nichts in den Regeln. Zeit für ein bisschen Blutvergießen. Oh. Ja, den bringt der hier eigentlich was? Ich bin gerade mal überlegen. Ich glaube nicht, ne? Ich frage mich, ob. Weil er die Mobs, die Karten hin und her shiften. Badet in Flammen. Das ist, denke ich mal, ganz praktisch. Wen soll ich töten? Für den Kriegshäuptling! Oh, come on. Das klappt ja nicht so, also. Ja, und jetzt können wir langsam in die Region, wo die dicken Legendaries kommen. Wieso spielt er den als. Lowwalker Joe? Nee.
will. Gut gekämpft. Ich ergebe mich. Okay. Wir werden da mal noch ein Spiel probieren. Allerdings. Werden wir die Klasse wechseln? Nee. Oder? Weil wir haben ja gesehen, wir kriegen ja mehr Mana. Oder starten mit 2 Mana wegen. Vielleicht Schamane für Totem als Zusatz? Schauen wir mal, ob das irgendwie einen Einfluss hat. Thrall gegen Uta. Thrall gegen Uta. Eure Zeit ist gekommen. Ja, Paladin mit Equality und oder Dudes casten ist, denke ich mal, auch nicht schlecht. Schauen wir mal. Okay, da wird ein Dude gecastet. Okay. Pfui. Edwin Van Cleef. Oh, warte mal. Der Meister. Die Bruderschaft wird siegen. Yay, 6-6, Turn 1. Ah, Edwin. Edwin Van Cleef. Gut, wenn er ein Truthful war, dann kann er den direkt removen. Lasst mich nachdenken. Melde mich zum Dienst. Okay, er ignoriert. Dann. Okay, machen wir das. Den würde ich sehr gerne spielen, aber leider haben wir nicht genug Mana dafür. Geladen und entsichert! Oh, come on. Ich habe ganz vergessen, er macht plus 1 Schaden. Das war gerade ein Missplay von mir. Ich habe gedacht, er macht 2 Schaden und dann kann ich da mit meinem Shifter da rein, mit dem anderen da rein traden. Das war leider ein Missplay. Gesucht, tot oder lebendig. Melde mich zum Dienst. Jo, dann melde mal. Das sind auch wieder so Sachen. Schoßhündchen, als ihr mich halt anrufen. Ja, es ist alles nicht so optimal. Alles nicht so optimal. Ich weiß gar nicht, wieso sie Discardenkost so gelobt haben. Auf der einen oder anderen Seite. Also ich finde das eher, also bis jetzt eher dürftig. Ja.
Oh, und ein Tor und Totem. Wunderschön. Jo, ne? 14 Damage. Alter Schwede. Alter Schwede. Ich frage mich, ob... Well played, well played. Der Sieg gehört euch. Yay. Okay. Ja. Wieder einen werden wir noch machen. Und glaub, wir werden. Ja, wir werden es nochmal im Schaman probieren. Weil ich der Meinung, was heißt der Meinung? Ich glaube, in dem Falle sind Totems besser als Dudes, weil Totems, wenn man Glück hat, auch taunten können. Von daher werden wir hier mal noch eine Runde machen mit dem Shami. Thrall gegen Jaina. Jaina. Ihr habt es so gewollt. Eure Zeit ist gekommen. Oh, wir fangen diesmal an. Der ist nett. Hey, wollt ihr eine Ratte am Stiel kaufen? Dieses Mal aber wirklich. Oh, wie gemein. Tschu-tschu. Sieht nicht so aus, als würden wir das hier gewinnen. Ach scheiße, das war ein Missplay. Ich wollte den Totem-Typen da spielen, aber der hat ja nicht genug. Ach fuck, ich hätte dann doch lieber den anderen spielen sollen. Inje. Fuck. Ah, Missplay. Ich habe den Tiger im Tank. Jo. Da werden wir gerade schön geflattet und können da irgendwie nichts machen. Toll. Ich hoffe, dass ich meine Erfindung finde. Ja, klasse. Das läuft ja hier mal gar nicht. Klar machen zum Entern. Der wäre durchaus interessant hier, aber tun wir ja leider nicht. Ach, wir haben gar keinen Mech. Na, oder? Stratholm wird geläutert werden. Ach, was mache ich denn da? Ups.
sowas Bescheuertes. Ich weiß nicht, wieso jetzt gerade das Gehirn so aussetzt, aber irgendwie. Irgendwie ist da gerade was nicht in Ordnung. Braucht ihr Feuer? Diese Runde geht an euch. Mensch, da müssen wir noch mal eins machen. Also das war ja jetzt. Das war ja wohl mal nichts Richtiges. Thrall gegen Garrosh. Sieg oder Tod. Eure Zeit ist gekommen. Mein neues Rezept wird euch gefallen. Oh, Windfury. Wir haben leider keinen Drachen auf der Hand, deswegen werden wir Windfury spielen und das war's. Oh, Ragnaros Lightlord und wir können ihn nicht spielen. Ragi. Hier geht's bald heiß her. Well. Wir haben viele Geheimnisse. Gerade ein bisschen laggy hier. Ich kann auch nicht sagen, dass das Brawl besser, dass die Zone besser läuft als die gegen den Magier gerade. Ich frage mich, ob. Ich frage mich auch, Indeed, wie schwer das sein kann, da eine Karte zu spielen mit 6 Mana oder eine Kombination aus irgendwas, was 6 Mana ergibt. Was jetzt? Ich muss mich entscheiden. Yep. Well, was ein Tease. Alle Legendaries sind immer eine Runde später, als wir so spielen können. Ich muss mich entscheiden. Ja, gut, dann müssen wir halt noch ein Spiel machen. Aber was heißt müssen, aber ich hätte noch Lust, alles zu spielen. Nochmal mit dem Schamanen, go.
Das ist dann aber das letzte und dann gucken wir uns das Pack an. Joa. Ich hoffe ja mal, dass es mal ein gutes Pack wird, weil wir haben schon lange kein gutes Pack aus dem Dingshaus gezogen. So. Joa. Tü. Thrall. Warlock. Gul'dan. Eure Seele wird mir gehören. Evolution. Eure Zeit ist gekommen. Das könnte interessant sein. Secrets haben wir keine, deswegen spielen wir einfach mal nur ein Totem. Mir juckt es in der Hand. Heute muss ich keine Prinzessin sein. Sollen wir Ihnen einen Strich durch die Rechnung machen? Die Nacht bricht herein. Verfüttere euch an Meister! Das war's.
ist hier in mir. Wow! Golden und leckend!